Diese Aufnahmen der WHO, sie sollen aus dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt stammen. Einem Team der Weltgesundheitsorganisation ist es eigenen Angaben zufolge heute gelungen, 30 Frühchen aus der Klinik herauszubringen. Sie sollen nach Ägypten gebracht und dort versorgt werden. Momentan befinden sie sich in einem Krankenhaus im Süden des Gazastreifens. Dort wurden diese Bilder gedreht. Das Expertenteam der WHO bezeichnete die Gegend um das Schifa-Krankenhaus so wörtlich als Todeszone. Mehr als 250 Patienten sollen den Angaben zufolge noch in der Klinik sein. Die Kämpfe gehen indes weiter. Diese Bilder sollen israelische Truppen im Norden von Gaza zeigen. Verbreitet wurden sie vom Militär. Im Bereich der Schifa-Klinik sei ein Massengrab gefunden worden, berichtet die WHO. Dort wurden offenbar etwa 80 Menschen bestattet. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen meldet, ein Konvoi sei beschossen worden. Er sollte Menschen aus der Nähe des Schifa-Krankenhauses in den Süden bringen. Mindestens eine Person soll gestorben sein. Wer für den Beschuss verantwortlich gewesen ist, ist unklar. In Israel kamen gestern tausende Demonstranten nach einem mehrtägigen Marsch in Jerusalem an. Sie verlangen vom Kriegskabinett unter Führung des israelischen Premiers Netanyahu, alles für die Freilassung der Geiseln zu tun. Etwa 240 Menschen hatte die Hamas am 7. Oktober nach Gaza verschleppt, ihr Schicksal weiter ungewiss. Allerdings deutet sich Medienberichten zufolge ein Abkommen an, vermittelt wohl von Katar. Im Raum standen zuletzt Forderungen der Hamas. Im Gegenzug zur Freilassung verlangte sie unter anderem eine mehrtägige Feuerpause, Treibstoff für Gaza und eine Freilassung von Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Ob und wann ein Abkommen Wirklichkeit wird, kann derzeit aber niemand sagen. Die Lage kann sich von Minute zu Minute ändern.